Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. Im zweiten Teil vom Projekt Navi-Handy geht es um die Ersteinrichtung von dem Smartphone, die Befestigung am Fahrrad und ich kläre die Frage, ob SIM-Karte oder WLAN-Hotspot. Viel Spaß damit! Im ersten Teil der Projekt Navi-Handy-Serie ging es ja um die Auswahl der Hardware. Da ist meine Wahl auf das Xiaomi Note 13 gefallen und als Halterung das SP Connect-System. Nochmal zur Erinnerung, beim Projekt Navi-Handy geht es darum, ein Smartphone rein zur Navigation am Fahrrad zu nutzen und auszuwählen. Und in diesem zweiten Teil der Serie beschäftige ich mich jetzt mit der Einrichtung vom Telefon, mit der Befestigung am Fahrrad. Es geht darum, ob du einen getrennten Google-Account haben solltest oder deinen bisherigen und wie du, wenn gewünscht, mobiles Internet in dieses Handy reinkommt. Am Ende vom Video gebe ich dir schon mal meine ersten Erfahrungen aus der Praxis mit, also bleib dran! Für die Ersteinrichtung von so einem Android-Handy brauchst du im Prinzip schon einen Google-Account. Vermutlich wirst du da schon einen haben und da stellt sich dann die Frage, ob man hier diesen Google-Account nochmals nutzt. Du kannst ja problemlos mehrere Smartphones unter einem Account anmelden. Oder ob du einen getrennten neuen Account nur für das Navi-Handy aufmachst. Für einen gemeinsamen Account spricht, dass du dann alle Daten auch auf dem Navi-Handy nutzen kannst. Das betrifft vor allen Dingen auch deine Kontakte, denn die kannst du nicht freigeben, während Termine kannst du ja auch für andere Accounts freigeben. Dann geht es noch um die gekauften Apps. Die hängen teilweise an dem Google-Account, wobei hier schon mal die Info, die wichtigsten Navi-Apps, die betrifft das nicht. Also sowohl Komoot als auch Locus Map, Strava und Outdoor Active, die registrieren sich alle mit deiner E-Mail-Adresse und so kannst du die auch auf dem Zweit-Account nutzen. Am Ende ist es ganz viel persönliche Entscheidung, wie du da deinen Google-Account nutzt. Ich habe mich jetzt mal hier entschieden, einen zweiten Account einzurichten. Das liegt auch ein bisschen daran, dass dann einfach meine wichtigen persönlichen Daten vom Haupthandy geschützt sind und nicht hier drauf erreichbar sind. Denn ich habe ja bei diesem Gerät sämtliche Sicherheitseinstellungen, also wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, selbst eine PIN habe ich da nicht aktiviert. Insofern kommt man da ganz schnell an das Telefon. Das ist für die Navigation auch gewünscht, aber natürlich für die Sicherheit nicht optimal. Nach der Ersteinrichtung mit Anlegen eines neuen Google-Accounts zeige ich dir jetzt mal ein paar wichtige Grundeinstellungen für das Navi-Handy hier am Gerät. Die wichtigste Einstellung finde ich ist hier bei Anzeige und da die Helligkeit. Hier kannst du erstmal so eine Grundbasishelligkeit einstellen und dann solltest du hier die automatische Helligkeit aktivieren, damit sich die Displayhelligkeit an der Umgebungsbeleuchtung orientiert. Dann gehe ich hier unten noch rein und prüfe, dass also Bildschirm automatisch drehen ausgeschaltet ist, weil ich möchte immer im Hochformat unterwegs sein. Dann gibt es hier noch die Statuszeile und auch hier habe ich mir mal die wichtigsten Einstellungen hingelegt. Da gibt es auch noch eine zweite Seite und wenn du die anpassen möchtest, kannst du hier oben drüber gehen und dann diese einzelnen Schalter entfernen oder auch umsortieren. Wichtig ist auch noch das Thema mobiles Internet.
denn einige Apps wie beispielsweise Google Maps oder auch Komoot brauchen für die Berechnung der Strecke zwingend mobiles Internet. Und da könntest du natürlich zum einen dir mal von deinem Mobilfunkprovider eine Zweit-SIM-Karte besorgen. Finde ich nicht wirklich toll, weil diese Telekoms und Vodafones, die verlangen da etwa 5 Euro für eine Karte, nur dass du dann dein bestehendes Guthaben weiter nutzen kannst, finde ich ein bisschen unverschämt. Und deshalb habe ich mich irgendwo zwischen einer getrennten eigenen SIM-Karte und dem WLAN-Hotspot entschieden. Für die zweite SIM-Karte, da habe ich einen sehr guten Anbieter, den kann man wirklich empfehlen. Da kriegst du für 2 Euro alle 4 Wochen 1 Gigabyte Daten und das sollte bei normaler Nutzung vollkommen ausreichen. Ansonsten kannst du auch den mobilen Hotspot von deinem Haupthandy nutzen und wie das einzurichten ist, das zeige ich dir jetzt mal kurz. Bei einem Samsung-Gerät mit Android gehe ich dazu hier in die Verbindungen und hier unten Mobile Hotspot und Tethering und kann hier, wenn ich vorne drauf tippe, erstmal ein paar Infos, auch hier das Passwort vergeben und jetzt kann ich den Hotspot eben einschalten und auf meinem Navi-Handy gehe ich jetzt hier auf die verfügbaren WLANs und kann mehr Einstellungen und sehe hier eben das S23 vom GPS Radler und jetzt ist eben hier das Note 13 verbunden. Beim iPhone nennt sich das in den Einstellungen persönlicher Hotspot. Hier habe ich eben dieses WLAN-Passwort, kann den Zugriff erlauben und wenn ich jetzt hier in die Einstellungen WLAN reingehe und dann kann ich hier mal nach anderen WLANs suchen und da sehe ich jetzt das iPhone 12 Pro, müsste da jetzt noch den Passkey übertragen und damit ist das iPhone dann der WLAN-Hotspot für mein Android-Navi-Handy. Wenn du in deinem Haupthandy genügend Inklusivdaten hast, dann sollte das kein Problem sein, denn nach meiner Erfahrung braucht so eine Stunde Navigation mit einer App etwa 10 MB an Daten. Allerdings kann das zum Problem werden, wenn das Telefon Updates ziehen möchte, denn es denkt ja, es ist in einem WLAN und kann da auf beliebige Datenmengen zugreifen. Und insofern solltest du da über die Einstellungen das ein bisschen eindämmen. In den Einstellungen gehe ich in Updates für System-Apps, hier nochmal Einstellungen und wechsle das auf Nicht aktualisieren. Damit muss ich also diese System-Apps per Hand aktualisieren und dann noch im Play Store in die Einstellungen, Netzwerkeinstellungen und Apps automatisch aktualisieren, nicht automatisch aktualisieren und damit kann ich dann hier eben in die Verwaltung reingehen, Updates verfügbar und dann muss ich per Hand nach Updates immer suchen. Nächster großer Punkt ist die Befestigung von diesem Navi-Handy am Fahrrad. Wie gesagt, ich habe mich für das System von SP Connect entschieden und nachdem es keine passgenaue Hülle für das Note 13 gibt, war die Entscheidung, mache ich einen Aufkleber direkt hier auf die Rückseite oder gehe ich erstmal über eine einfache Hülle. Ich habe mich dafür die Hülle entschieden und zeige dir da jetzt mal die Montage von diesem Kleber auf der Hülle. Dann werde ich jetzt hier also mal dieses Klebepad auf dieser glasklaren Hülle für das Telefon montieren. Da habe ich mir hier aus dem Stück Resteholz so ein Teil geschnitten, damit ich da wirklich ordentlich
Druck drauf ausüben kann und das möglichst fest da drauf kriege. Und als erstes muss ich mal hier mit diesem Alkoholtuch allen Fett und Dreck hier von dieser Hülle runter machen. Während es hier abtrocknet, kann ich schon mal hier die Schutzfolie entfernen. Und jetzt geht es natürlich darum, das optimal hier zu platzieren. Also ich werde ziemlich weit oben unter die Aussparung gehen und dann mittig rechts, links das Ganze. Und sobald das platziert ist, lege ich das hier drauf, kontrolliere nochmal, ob es wirklich gerade ist. Und jetzt kann man das dann, wie in der Anleitung gezeigt, etwa eine Minute richtig kräftig andrücken. Und das Ganze jetzt noch 1 bis 2 Stunden lang aushärten lassen. Nachdem die Handyhülle mit dem SP Connect Aufkleber versehen ist, geht es jetzt ans Fahrrad. Da habe ich ja hier diesen Mount Pro für den Lenker. Und erster Versuch war mal, den mehr oder weniger geschützt über den Vorbau zu befestigen, also nach hinten deuten. Allerdings kommt mir da das Telefon dann sehr nah an den Körper, steht dann auch hinten über. Insofern habe ich das dann gedreht und eher nach vorne orientiert raus. Und damit liegt das Telefon dann doch besser auf dem Lenker bzw. davor. Wichtiges Thema bei der Navigation mit dem Smartphone ist die Stromversorgung. Also meine ersten Erfahrungen zeigen, dass mit diesem Note 13 bei normaler Navigation der Akku etwa 6 Stunden durchhält. Ist eigentlich ein ziemlich guter Wert, reicht aber nicht für eine komplette Tagestour. Insofern muss man sich Gedanken um zusätzliche Stromversorgung machen. Wenn du da mit dem E-Bike unterwegs bist, dann kannst du da natürlich über eine Ladeelektronik oder hier so eine USB-Steckdose am Lenker nachdenken. Da habe ich ja auch einige Sachen hier auf dem Kanal schon vorgestellt. Schau mal unten in der Beschreibung, da findest du die ausführlichen Tutorial-Videos. Aber diese Lösungen sind dann einfach nicht für jeden geeignet, sind ziemlich aufwendig in der Umsetzung. Und nachdem dieses Telefon ja mit der Schnellladefunktion, also dieses Power Delivery ausgestattet ist, habe ich mich jetzt für eine ganz einfache und günstige Lösung entschieden. Und zwar hier eine Powerbank, die bietet auch Power Delivery. Ein Ladekabel ist direkt inklusive und hat 10.000 mAh. Meine ersten Tests haben da gezeigt, dass in etwa 30 Minuten Pause wieder rund 60% in den Akku reingeschoben werden. Also das heißt, wenn du nicht dauernd durchfahren möchtest auf deinen Radtouren, dann kannst du da problemlos in der Mittagspause einfach die Powerbank ans Handy hängen und wenn du mit der Pause fertig bist, dann ist das Handy auch wieder ausreichend geladen für die zweite Tageshälfte. Wie schaut's mit meinen bisherigen Erfahrungen mit dem Note 13 Navi-Handy am Fahrrad aus? Ich war einige mittlere und auch eine längere Tour unterwegs. Begeistert war ich von der Helligkeit von dem Display. Also wir hatten ja jetzt schon ein paar sehr schöne sonnige Tage und da konnte man das Display immer noch sehr gut ablesen. Also Displaybeleuchtung ist wirklich wichtig und die ist bei dem Modell sehr gut. Es gab auch eine Fahrt im Regen, da hat es dem Telefon nichts ausgemacht. Der Regen war jetzt nicht so stark, dass die Tropfen irgendwie das Display bedient haben. Insofern kann man da auch sagen, passt. Und mit dem Mountainbike war ich bei ziemlich matschigem Wetter unterwegs und da hat es ganz schön hochgespritzt.
Und da habe ich dann doch mal gesehen, dass teilweise die Spritzer Richtung USB-Buchse gehen, um da dem vorzubeugen, dass da Dreck in die Buchse reinkommt, habe ich mir hier so ein Tütchen mit so Gummistopseln besorgt. Und damit kann ich dann die USB-Buchse schützen, wenn es hier matschig wird und der Dreck hochspritzt. Als erstes mal ein kurzer Blick ins Budget. Da war eben das Telefon mit 180 Euro. Dann die Klebehalterung, die Halterung am Fahrrad. Dazu kam noch hier diese einfache durchsichtige Hülle und die USB-C-Stopsel. Insgesamt bin ich bei nicht mal 270 Euro jetzt. Mein bisheriges Fazit zum Projekt Navi-Handy. Ich bin sehr positiv überrascht, wie viel Handy man für so wenig Geld bekommt. Also du kriegst wirklich ein Top-Display, was hell genug ist, um auch in der prallen Sonne Fahrrad fahren zu können. Die Prozessorleistung reicht für die Navi-Apps vollkommen aus und die Halterung über dieses Klebepad hat sich auch bewährt. Insofern kann ich bisher eigentlich nur Positives berichten. Du kannst dich auf jeden Fall schon mal auf weitere Folgen zum Projekt Navi-Handy freuen. Da wird es dann um Tipps zu Apps, E-Bike-Integration und Sensorverwaltung gehen. Wenn du noch nicht Abonnent bist, drück auf jeden Fall unten mal auf den Abo-Button, damit du kein zukünftiges Video verpasst. Die komplette Playlist von diesem Projekt Navi-Handy habe ich dir an der Seite verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias.